vor, das ist ein schöner Abend. Ja, das stimmt. Aber das mit den Blumen, Frau Hofer, das hätte es wirklich nicht braucht. Ja, jetzt lassen Sie sich doch einmal so richtig schön feiern, Frau Stockel. Ja, aber Sie wissen ja, ich stehe nicht so gerne im Mittelpunkt. Dafür sind Geburtstage aber da. Das stimmt. Frau Hofer, kommen Sie gut nach Hause. Gute Nacht. Gute Nacht. Und jetzt zum Heimfahren, noch ein Himbeerlimmer. Mit Eis. Ja, freilich. Nein, lieber nicht. Ich hab gar nicht gewusst, dass die Stockel so amüsant sein kann. Glaubst du nicht? Unsere Stockel ist schwer unterschätzt. Frau Wartmann, für die Erde. Für die Sie sich auch. Hannover, glaube ich. Ich glaube auch. Aber du planst? Der Hansen hat sich heute Abend schon sehr gut mit ihr unterhalten. Das war nicht zu übersehen. Ob mir die Stuckel doch recht hat. Ah. Nur der Hofer hat sich wieder so schnell aus der Affäre gezogen. Waren die cool gehalten? Entschuldigung. Ja. Ja, Stockel, magst du weiterfeiern? Michi, vor meiner Wohnungstür, da liegt der Leich. Ja, es gab der Leich, gell? Nein, da ist wirklich nichts. Ich hab seinen Puls gefühlt. Nichts, nichts, nichts. Ist das dein Ernst? Komm mal, bitte. Ja, ja, freilich. Bin gleich da. Hände. Du stell dir vor, vor Stockel ihrer Tür, da liegt der Leich. Das ist aber jetzt ein makabres Geburtstagsgeschenk. Jetzt muss ich schauen, wo ich den Kabinen und den Hansen herkriege. Und die vergisst die Doktorin nicht. Ja, vollkommen recht. Die muss ich zuerst anrufen. Und die Spurensicherung? Ja, das macht sonst immer die Stockel. Gut, dann nehmen Sie bitte noch die Personalien auf. Danke. Ich hol dir Wasser. Todes Eintritt vor einer halben, höchstens einer Stunde. Todesursache, kleine Dosen Arsen über einen längeren Zeitraum. Blass ist er ja, aber wieso Arsen? Der Befund ist noch nicht raus. Die Haaranalyse wird meine These bestätigen. Fix! Schauen Sie sich hier die Handflächen an. Diese Warzen hier sind typisch für eine schleichende Arsenvergiftung. Sie überraschen mich immer wieder, Frau Doktor. Wann wurde der Tote gefunden? Vor einer Dreiviertelstunde, von der Frau Stockel. Sagen Sie, Frau Stockel? Ja. Sie sind noch sonst so wissbegierig. Stimmt irgendwas nicht? Hey Mann, es liegt ja nicht jeden Tag ein Toter vor meiner Wohnungstür, oder? Kannten Sie den Toten? Von wo soll ich den kennen? Doch. Das ist der Manu Schramm. Ach, das ist der. Wieso sagen Sie das nicht gleich? Mir hat ja keiner gefragt. Außerdem ist das ein ganz entfernter, also ein entfernter Bekannter gewesen. Sagen Sie. Ist das hier vielleicht Ihr Schlüssel? Ja, sag mal, du gibst deinen ganz entfernten Bekannten deinen Wohnungsschlüssel. Ja, man muss ja nicht immer so misstrauisch sein. Ja, dann erzählen Sie uns doch mal, woher Sie diesen Manu Schramm kennen und wann Sie ihn das letzte Mal gesehen haben. Warum habe ich den anderen Feind nicht geklärt? Ach, vielleicht, weil du im Gegensatz zu mir immer schlafst, grad, oder? Selbst das jüngste Gericht würdest du verschlafen. Nein, ich kann nicht nachts gut entspannen. Aha. Du, nimmst mich mit aufs Präsidium. Ich muss nämlich zum 80er wegen der Benefizveranstaltung für die Musikakademie und mein Auto haben schon zur Inspektion abgeholt. Ja, aber nur, wenn du schickst, gell, wir haben einen neuen Fall. Ja, ich will noch schnell meine Jacken und meine Taschen. Ja. Ach, und denk dran, dass heute Nachmittag der Schlipsträger vom Veterinäramt kommt, wegen die neuen Hygienevorschriften. Ja, das hätte ich schon nicht vergessen. Wo kommt der eigentlich genau? Gestorben ist er in einer akuten Atemlähmung, ausgelöst durch Arsen, das ihm in kleinen Dosen verabreicht wurde. In Fingernägeln und Haaren konnte ich eindeutige Spuren von Arsen nachweisen. Mhm.
In welchem Zeitraum wurde das ersehen? Ha, 2 Wochen. Ha, dann erübrigt sich auch die Frage nach einem Alibi. Mhm. Als Mordwaffe ist ersehen etwas aus der Mode gekommen. Eben weil es so leicht nachzuweisen ist. Aber trotzdem schwierig zu beschaffen. Mhm. Eigentlich nicht. In der Industrie wird es heute immer noch verwendet. Und da kann man es auch ganz legal bestellen. Na, das ist doch schon mal ein Ansatzpunkt. Vielen Dank, Frau Dr. Eckstein. War mir ein Vergnügen. Moin, moin. Und, ausgeschlafen? Nicht wirklich. Wie schaut's mit dem Fall aus? Folgendes. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Stoff. Moin, moin. Kaffee ist in 5 Minuten fertig. Schön. Dann erzählen Sie uns doch derweil was über Ihren flüchtigen Bekannten, den Herrn Scham. Das wissen Sie schon. Also das war so. Mein Computer, der war internetresistent. Und dann habe ich heute Manu, den Herrn Schramm, dem habe ich meine Schlüssel gegeben. Der ist ja Computerfachmann, damit er das Ganze in Ordnung bringt. Mhm. Obwohl Sie ihn eigentlich gar nicht so gut gekannt haben. Ja, wie wären die sonst zu mir reingekommen, wenn ich hier den ganzen Tag schufte? Ja. Frau Stockel, Sie haben gesagt, dass Sie den Toten das letzte Mal vor 3 Wochen gesehen haben? Richtig. Haben Sie sich da nicht gewundert oder sich Sorgen um den Schlüssel gemacht? Wieso? Der war im Urlaub. Mhm. Was glauben Sie, Frau Stockel, was wollte der so spät nachts von Ihnen? Mir meinen Schlüssel zurückbringen. Also? Herr Mohr, haben Sie schon etwas über den Manu Schramm herausfinden können? Nein, das kann man jetzt so oder so sehen. Frau Stockel, wissen Sie was? Wir halten Sie jetzt nicht mehr länger von der Arbeit ab. Wenn Ihnen nur was einfällt für den Toten, jede Einzelheit kann wichtig sein, gell? Überlegen Sie in Ruhe. Aha. Und was gibt's? Also, ich sag's einmal so: Einen Manu Schramm gibt's im ganzen Kim gar nicht. Da schon, ja. Aber wir vermissen einen Zeigenbauer auch nicht dabei. Hm. Bleib halt dran. Ja, also wenn Sie schon dranbleiben, bringen Sie doch bitte in Erfahrung, ob es in unserer Gegend Unternehmen gibt, die Arsen benutzen. Arsen? Ach so, ja. Also Herr 80er, ich weiß gar nicht, was Sie haben. Ich finde das Plakat sehr gelungen. Ja, ja, schon, aber versteht man auch, worum es bei dem Konzert geht? Also ich finde schon. Na, vielleicht sollten wir das Benefizkonzert nach oben setzen. Hm? Ja. Und die Schrift vergrößern. Ja. Die Schrift vergrößern. Und keiner von den Nachbarn von der Stockel hat irgendwas gesehen. Um die Zeit haben die meisten Bewohner geschlafen. Also, Manu Schramm gibt's immer noch keinen. Aber seine Fingerabdrücke gibt's. Und die gehören einem gewissen Frederik Müller. Mhm, 100% identisch. Unser Opfer heißt also Frederik Müller. Da schau her. Herr Hansen, schauen Sie mal. Unser toter Aktenkundig. Was hat er denn ausgeschlossen? Computer hat er verdickt, illegal. Und der Paul Weißenbach, das ist der Chef von dieser Glasfirma in Rosenheim, die machen wunderschöne Sachen, also so Couchtische aus Glas. Mhm. Ja. Dieser Paul Weißenbach hat den Frederik Müller angezeigt wegen Betrug. Dann hat er aber die Anzeige zurückgezogen. Der Frederik Müller hat nämlich bei ihm gearbeitet als IT-Techniker. Frau Stockel, kommen Sie mal bitte. Wollt ihr einen Kaffee? Nein, danke, Frau Stockel. Wie sich gerade herausgestellt hat, hat Ihr IT-Techniker gar nicht Manu Schramm, sondern Friedrich Müller geheißen. Außerdem gab es 2 Anzeigen gegen ihn wegen Betrugs. Ja, aber ich hab doch seine Website gesehen, Firma IT Exit Enter. Die hab ich auch gesehen, Stockel. Aber deswegen gibt es trotzdem keinen Manu Schramm. Möchten Sie uns irgendwas sagen, Frau Stockel? Wie hast du die Adresse von diesem Friedrich Müller? Ja, habe ich. Und dann habe ich noch was anderes. In dieser Glasfirma von Weißenbach wird Arsen verwendet zum Klären von Glas. Ah, wird ja immer interessanter. Dann knöpfen wir uns diese Weißenbachs mal vor. Das machen Sie allein, bitteschön. Glas ist mir zu durchsichtig. Zu filigran. Sie hört's auf. Genau. Michi, schau dir in der Wohnung von dem Herrn Müller um. Und was mit Ihnen? Ich muss noch mal für 2 Stunden auf den Hof. Weil wir haben eine Prüfung vom Veterinäramt. So was? Bitte Schatz. Herr Hansen. Herr Mann. Ja. Du. Ja.
Verstockel, störe ich? Na. Ach, ich war doch gerade beim 80er-Weger am Plakat für das Benefizkonzert, aber bevor der sich für was entschieden hat. Was ist denn los? Sie schauen aus, als wären Sie dem Leibhaftigen begegnet. Na, Frau Hofer, das ist eine längere Geschichte. Hier ist schlecht. Ja, wissen Sie was? Dann gehen wir doch einfach zusammen ins Times Square zum Mittagessen und Sie erzählen mir alles ganz in Ruhe. Hm? Hätten Sie Zeit? Den nehme ich mal. Und der Tote lag direkt vor Frau Stockels Tür. Ja. Wirklich ein interessanter Fall. Einer Sehntoten hatte ich schon lange nicht mehr auf meinem Tisch. Dann hat die Stockel den Toten gekannt? Mhm. Tatsächlich, das wird ja immer spannender. Sie glauben doch nicht etwa, dass Frau Stockel in den Mordfall verwickelt ist? Ach, ganz bestimmt nicht, aber dass sie was mit dem Toten zu tun hatte, finde ich schon merkwürdig genug. Sie sind doch bestimmt so nett, den Obduktionsbericht für die Kollegen mitzunehmen. Ach so, ja, sicher. Danke. So. Der ist nett. Da schau her, wir sind jetzt wohl. Ja, bitte. Gut. Was kann's? Frau Lehmann. Ja. Polizeiobermeister Mohr. Es ginget um den Herrn Frederik Müller. Das ist mein Lebensgefährte. Was ist denn? Könnte ich bitte einen Moment reinkommen? Ja. Ja, das ist er. Aber wie. Hat er einen Unfall? Nein, er ist ermordet worden. Mit Arsen. Mein Gott. Frau Lehmann, hat der Herr Müller Angehörige gehabt? Nur sein Vater, der lebt in einem Altenheim bei Hamburg. Sagt Ihnen der Name Manu Schramm etwas? Mhm. Wieso? Ja. Er hat mir sich bei einer Zeugin unter diesem Namen vorgestellt. Der Herr Müller. Vielleicht eine Verwechslung. Wieso sollte er einen falschen Namen nennen? Das wollte ich jetzt eigentlich von Ihnen hören. In der letzten Zeit war alles ein bisschen hektisch. Frederik hat sehr viel gearbeitet. Wir wollten auswandern nach Argentinien. Am Ende des Monats. Das war immer unser größter Traum. Und jetzt? Wenn ich das gewusst hätte, dass der mir so anlügt, dem hätte ich doch niemals meinen Schlüssel gegeben. Jetzt einmal ganz ruhig und noch mal ganz von vorn, Frau Stock. So, wenn Sie es ein bisschen schärfer wollt. Danke, ciao. Braucht's irgendwas? Danke. Gut. Der war's auch schon. Also. Ja, der Manu, oder wie auch immer Carsten hat, der war halt so anders als die anderen. Der war so nett und so hilfsbereit. Und wie er dann mal Festplatten aufgeräumt hat und dann. Dann hatten Sie eine Affäre mit ihm. Affäre, Frau Hofer, wie sie das anhört. Der wollte mit mir nach Island gehen. Mei, romantisch. Ja, romantisch war er. Aber darauf wollte ich nicht rein. Aber wenn einer einen falschen Namen benutzt, dann ist er doch bestimmt ein Betrüger. Frau Stockel, Sie haben ihm doch nicht ein Geld gegeben. Also ich habe ihm am Anfang was geliehen und das habe ich aber sofort wieder zurückgekriegt. Aber dann haben sie ihm noch mal eins geliehen und haben es nicht mehr zurückgekriegt. Ach ja je. Wenn ich fragen darf, wie viel war es denn? 1000? 3000? 5000? Noch mehr? Oh Gott, Frau Stockel, da stecken Sie ja richtig mittendrin in dem Fall. Das ist ja gerade das Schlimme. Was soll ich denn jetzt machen? Also, wenn Sie mich fragen, das kommt doch eh raus. Und je früher Sie. Vielleicht regelt sich das ja auch auf eine ganz natürliche Art und Weise. Frau Hofer, jetzt nur eine Bitte. Sagen Sie nichts Ihrem Bruder.
Schönen guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, Hansen mein Name. Wo finde ich den Paul Weißenbach? Der ist bei seiner Frau, der Chefin. Wenn es da drüben die Treppe hochging, die erste Tür links. Ah ja, vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo? Das bildest du dir alles nur ein. Guten Tag, sind Sie Herr Weißenbach? Wer sind Sie? Haben Sie einen Termin? Hansen mein Name, Kripo Rosenheim. Ich hätte ein paar Fragen zu Frederik Müller. Frederik Müller? Der hat mal für uns gearbeitet, ist aber schon eine Weile her. Wie lange ist das her? Ach, 5 Monate ungefähr. Wieso fragen Sie? Frederik Müller wurde gestern Abend ermordet aufgefunden. Was? Er ist tot? Und hier hat er gearbeitet, der Herr Müller? Ja, wenn er nicht gerade bei seinen Kunden war. Was machen Sie beruflich? Ich bin Architektin. Vor allem eine kleine Frage. Wie der Herr Müller gestorben ist, hat er weder Brieftaschen noch Papiere bei sich gehabt. Wo kannten denn die sein? Sind die weg? Ja. Hat er Feinde gehabt? Feinde? Nein. Aber vor 2 Wochen hat er so einen Streit mit einem Typen aus der Glasfabrik gehabt. Ich weiß, mit dem Herrn Paul Weißenbach. Der hat ihn ja sogar angezeigt wegen Betrug. Das ist eine Unterstellung. Und wie der auf den Freddy losgegangen ist. Ich hab das von hier oben beobachtet. Glauben Sie, dass der was mit dem Mord zu tun hat? Warum ist denn gar nicht bei dem Streit? Der Freddy hat nie viel über seine Arbeit gesprochen. Er hatte seins und ich meins. Verstehe. Frau Lehmann, wenn Sie sich bitte zu unserer Verfügung halten möchten, die Kollegen von der Spurensicherung müssen auch jeden Moment da sein. Sie haben doch vor einem halben Jahr Anzeige wegen Betrugs gegen Frederik Müller erstattet. Ach ja, die Anzeige. Müller hat unseren neuen Webauftritt designt und ich hatte die Vermutung, dass er Leistungen falsch abgerechnet hat, aber das war ein Irrtum. Mein Mann hat sich entschuldigt und die Anzeige zurückgenommen, das müssen Sie eigentlich wissen. Sagt Ihnen der Name Manu Schramm etwas? Nein. Nein? Nein. Und Sie haben Herrn Müller seit Ihrer Zusammenarbeit hier nicht mehr gesehen? Nein. Herr Weißenbach wird in Ihrer Fabrik Arsen verwendet, zum Klären von Glas. Ja. Mich irritiert die Frage ein bisschen. Herr Müller wurde mit Arsen vergiftet. Wer hat denn alles Zugang zu dem Arsen? Das ist ein Giftschrank. Der Laborleiter, ich und... Ja, mein Mann. Bei uns ist eingebrochen worden, vor 10 Tagen. Das müssten Sie eigentlich wissen. Aus meinem Schreibtisch wurde Geld entwendet und dort war auch mein Schlüssel für den Giftschrank. Also Sie denken, dass der Täter eventuell auch das Arsen entwendet hat? Na ja, das wäre immerhin eine Möglichkeit. Ich habe den Einbruch übrigens auch der Polizei gemeldet, für den Fall, dass Sie mir nicht glauben. Aber herausgefunden haben die, glaube ich, noch nichts. Gut, dann schicke ich mal die Spurensicherung vorbei, dass die sich den Giftschrank mal ansehen. Das war's fürs Erste. Wiedersehen. Herr Hansen, der Mohr. Folgendes, ich war gerade bei der Simone Lehmann. Nix und. Das war die Lebensgefährtin von Frederik Müller. Und ich sage Ihnen was. Irgendetwas stimmt da nicht. Und jetzt habe ich mir gedacht, vielleicht, dass wir mal... Genau, dass wir mal die Vermögensverhältnisse überprüfen. Habe ich mir gedacht. Ja. Na, Sie waren aber heute lange fort über Mittag. Ich hatte eine wichtige Besprechung. Sagen Sie bloß. Ging es dabei um den Toten vor Ihrer Wohnung? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht, Frau Admund. Außerdem unterliege ich in diesem Fall der Schweigepflicht. Da Sie den Toten gekannt haben, wird man sich ja noch seine Gedanken dazu machen dürfen. Woher wissen Sie das jetzt schon wieder? Das weiß ich quasi aus erster Hand. Doch nicht von Michi? Tja, das kann ich jetzt leider nicht sagen, denn da unterliege ich nämlich der Schweigepflicht. Ach so, der Obduktionsbericht. Frau Dr. Eckstein hat mich gebeten, den hier abzugeben. Ja, Herr 80er? Ja, sicher habe ich einen Augenblick Zeit für Sie. Ich komme. Und dann wollten Sie auswandern. Die Lehmann und der Müller nach Argentinien. Das sehe ich. Wollen Sie nicht doch was essen? Nee, ich halte mich halt an meine Rücklagen. Nein, mir liegt der Bericht von dem Veterinärprüfer im Magen. So schlimm wird's schon nicht werden. Und das sagst du's einfach.
Im Veterinäramt lassen Sie sich alle dammerlang irgendeine neue Regelung eifern, da kommt es gar nicht mehr mit. Aber sag einmal, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann meinst du, dass die Frau Lehmann mehr weiß, als sie sagt? Sie sagt, sie hat genau gesehen, wie der Paul Weißenbach mit Frederik Müller gestritten hat. Also dann hat er mich angelogen. Wenn Sie mich fragen, spricht einiges dafür, dass der Paul Weißenbach der Mörder ist. Allein, dass er Zugriff auf Arsen hat. Aber was wäre sein Motiv? Also wegen einem kleinen Betrug, weil wir kaum jemanden umgebracht haben. Hat's geschmeckt? Perfekt. Okay. Vielleicht war ja der Müller so einer, der Frauen für Geld schöne Augen macht. Also die Frau Weißenbach jedenfalls hat ziemlich geschockt auf seinen Tod reagiert. Dann hat uns die liebe Frau Stockler aber was verschwiegen. Frau Stockler, ich habe Sie zu mir gebeten, um mit Ihnen kurz über den aktuellen Fall zu sprechen. Dass ausgerechnet mir sowas passieren muss. Tja, also Frau Stockel, vorweg, Sie können ganz sicher sein, hier verdächtigt Sie keiner. Oh, da war ich mir bei der Ortmann aber nicht so sicher. Ach, das ist doch Unsinn. Aber Sie müssen selber zugeben, ein bisschen merkwürdig ist es schon, dass der Herr Müller Ihnen einen falschen Namen angegeben hat. Was glauben Sie, warum hat er das gemacht? Ich weiß es nicht. Frau Stockel, ich muss ganz sicher gehen, dass Sie in dieser Sache nicht befangen sind. Also, gibt es da irgendwas, das ich wissen müsste? Ja? Nix. Also gut. Aber wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, dann sagen Sie es uns bitte schön. Wir sind ja schließlich unter Kollegen. Mhm. Jetzt was anderes. Schauen Sie mal, ich habe hier drei Plakatentwürfe. Was meinen Sie? Mai. In Hamburg gab es mal eine Studie, die hat ergeben, dass Frauen, die auf Heiratsschwindel reinfallen, im seltensten Fall darüber sprechen wollen, geschweige denn Anzeige erstatten. In Hamburg? In Hamburg. Das ist so ein Schmarrn. Stuckel und der Heiratsschwindel. Dann warum hat der Herr Müller der Frau Weißenbach seinen richtigen Namen genannt und Stuckel einen falschen? Das fragen wir. Leute, die Vermögensverhältnisse von der Frau Lehmann, die habe ich überprüft. Na ja, und? Ja, nichts hat's. Und drei Viertel hat's einen Offenbarungseid geleistet. Wann hat der Weißenbach den Herrn Müller angezeigt? Das war vor einem halben Jahr. Ja. Also, ich möchte wissen, was da los war mit der Betrugsanzeige. Ist doch seltsam, dass man zuerst eine Anzeige macht und dann wieder zurückzieht. Joe, kann ich noch so einen O-Saft haben? Gern. Die Spusi bringt Weißenbachs Geschäftsbücher mit aufs Kommissariat. Dann machst du mal bestimmt schlauer. Schauen wir mal. Also, dass der Tote direkt vor der Wohnungstür von der Stockelkling ist, also das ist schon ein Ding. Aber weißt denn du das schon wieder? Ja, schließlich war deine Schwester und die Stockel heute zum Mittagessen hier. Da war schon her. Oder sonst kriegt die zwei? Sie haben mir leider nicht mithören lassen. Aber die Stockel war fürchterlich durcheinander. Ah ja? Zuerst war es rot, dann ist es weiß geworden und dann wieder rot. Stockel rot-weiß. Sag mal, hast du Pommes auch? Herr Hansen, folgendes, die Geschäftsunterlagen von der Glasfabrik sind da. Ich habe sie Ihnen auf den Schreibtisch gelegt. Sehr gut. Und eine Frau Lehmann kommt gleich vorbei. Ist das die Lebensgefährtin von... Genau, die. Geben Sie einfach Bescheid. Mhm. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Ich möchte eine Vermisstenanzeige aufgeben. Mein Verlobter ist verschwunden, Manu Schramm. Was? Mein Verlobter... Ich habe auch ein Foto dabei. Er ist gestern nicht zum Abendessen aufgetaucht. Ich mache mir Sorgen. Und ihm ging es schon die ganze Zeit nicht so gut. Ja, Sie kommen bitte mit uns, Frau... Blum, Maya, Blum. Frau Blum. Was ist denn? Das sagen wir Ihnen gleich. Komm jetzt bitte mit. Hofer! Ja, Frau Stockel. Frau Hofer, ich müsste dringend noch mal mit Ihnen reden. Jetzt ist gerade ungünstig. Ich habe hier nur so viel Arbeit, wissen Sie. Aber wenn Sie wollen, können Sie uns gerne später vorbeikommen. Ja, ist recht, dann komme ich direkt nach dem Feierabend vorbei, gell? Wiederhören. Frau Stockel? Hallo? Dies am Ende. Himmel, Herrgott. In was bin ich da reingeraten? Manu, ging es die letzten Tage schon ganz schlecht. Ich habe ihm gesagt, er soll zum Arzt gehen. Frau Blum, wie lange haben Sie beide sich gekannt? 5 Wochen. Eigentlich sollte er nur meinen Computer reparieren. 5 Wochen. Und schon verlobt? Es war lieber auf den ersten Blick. Wir wollten zusammen nach Argentinien auswandern. Aha. Und er hat es nicht für nötig gehalten, Ihnen seinen richtigen Namen zu sagen? Das verstehe ich jetzt nicht. Er ist ein bisschen verwirrend. Ihr Verlobter hieß nämlich gar nicht Manu Schramm, sondern Frederik Müller. Das ist nicht möglich. Frau Blum,
Kann es sein, dass Sie ihm Geld gegeben haben? Nein. Was unterstellen Sie ihm da eigentlich? Manu ist der feinste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ja, dann hat er ihm bestimmt auch erzählt, dass er eine feste Lebensgefährtin hatte und mit ihr zusammen gewohnt hat. Entschuldigung, aber die Frau Lehmann wäre jetzt da. Ich mach's schon. Sie entschuldigen mich kurz. Danke. Grüß Gott. Frau Lehmann, schön, dass Sie so schnell kommen konnten. Kriminalhauptkommissar Hofer, mein Name. Grüß Gott. Grüß Gott, Schatz. Ich habe hier die Auflistung, alle Dinge, die die Spurensicherung aus Ihrer Wohnung mitgenommen hat. Wenn Sie da unterschreiben könnten, wie Sie es gelesen haben. Frau Stockel, wir brauchen bitte einen Stift. Ja. Danke sehr. Hier bitte. Seine Brieftasche war nicht dabei. Haben Sie die zufällig gesehen? Mhm. Passt es? Ja, danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Ah ja, nein, eins noch. Wissen Sie, ob Ihr Lebensgefährtin nur irgendwelche anderen Konten oder Depots besessen hat? Also außer Ihrem gemeinsamen Konto, wo Ihre Fixkosten und so weiter abgegangen sind. Wir haben da nämlich nichts in den Unterlagen gefunden. Nicht, dass ich wüsste. Dabei sind wir auch gemeinsam gespart für Ihren großen Traum in Argentinien. Ja, jeder zahlte, so gut er konnte, auf unser gemeinsames Konto ein. Aber da waren gerade mal 4.000 Euro drauf, habe ich gesehen. Das ist ja nicht gerade viel Geld zum Aufbau einer neuen Existenz. Noch dazu wird es Ihnen gerade schwer gefallen sein, einzuzahlen, nachdem Sie pleite gegangen sind mit Ihrem Architekturbüro. Wir waren immer füreinander da, Frederik und ich. Auch in schweren Zeiten. Aha. Sagen's, haben Sie gewusst, dass Ihr Lebensgefährte sich vor kurzem mit einer anderen Frau verlobt hat? Und sogar eventuell noch Beziehungen zu anderen Frauen gepflegt hat? Aber Frau Blum, falls Ihnen noch was einfallen sollte, melden Sie sich bitte bei mir. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja, wiedersehen, Frau Lehmann. Wiederschauen. Tschüss. Tschüss. Eine Verlobte, eine Lebensgefährtin. Würde mich nicht wundern, wenn da noch eine auftaucht. Ja, oder noch zwei oder drei. Hallo? Habt ihr einen Moment? Natürlich. Also, aus dem Giftschrank von Weißenbach ist tatsächlich ein ganzer Haufen Arsen entwendet worden. Jetzt brauchen wir nur noch die KTU. Verdächtig ist der Weißenbach auf jeden Fall. Mal angenommen, die Frau Weißenbach hat auch mit dem Müller ein Verhältnis gehabt und ihm Geld gegeben. Wofür wir noch keinerlei Beweise haben. Was macht das? Wer möchte wetten, dass der Geschäftskonto existiert, auf dem alle Gelder zusammenlaufen? Stimmt, weil auf dem gemeinsamen Konto sind keine Honorare von seiner eigenen Computertätigkeit eingegangen. Und nun, was habe ich herausgefunden? Eine Überweisung von diesem gemeinsamen Konto auf ein Konto der Firma IT Exit Enter. Frederik Müllers IT-Firma. Richtig. Na, da schon her. Gibt's da schon Kontoauszug dazu? Morgen, Kabinieren. Ist ja keiner mehr in der Bank. Arbeitet ja keiner so lang wie ich. Ja, Michi. Und Sie wollen heute noch die Geschäftsbücher von den Weißenbachs überprüfen? Da hole ich mir lieber professionelle Hilfe. Da haben Sie recht. Und ich weiß ja schon von wem. Von wem? Jetzt überleg mal. Also, wie Sie da die Übersicht behalten können. Fragen Sie mich das, wenn ich die Spesenabrechnung für diesen Monat fertig habe und meinen Schreibtisch abgearbeitet habe. Im Moment ist leider wirklich viel zu tun. Ja, das kenne ich. Wir haben momentan auch jede Menge zu tun. Was macht denn Ihr aktueller Fall? Abwarten. Abwarten. Also, irgendwie verhält sich Frau Stockel schon ein bisschen merkwürdig. Finden Sie? Ja. Sie war heute zum Beispiel außergewöhnlich lang zu Mittag. Ja, in Times Square, ich weiß. Beobachten Sie sie etwa? Aber Frau Ortmann, Sie wissen doch, wir müssen allem nachgehen. Also hier zum Beispiel haben wir eine sehr verwirrende Spur. Tatsächlich? Ja. Frederik Müller, der Tote, ne, hat als IT-Berater für die Glasfabrik Weißenbach gearbeitet. Und da gibt es mehr als eine Ungereimtheit. Tja, also wie gesagt, ich habe wirklich wahnsinnig viel zu tun. Ja, na gut. Ungereimtheit, sagten Sie? Ja. Also ich bin mir sicher, dass Ihnen da Dinge auffallen würden, die Herr Hofer und ich glatt übersehen würden. Geben Sie schon her.
Oh, doch schon. Das ist aber alles sehr verwirrend. Der Manu, der hat eine Lebensgefährtin und eine Verlobte gehabt. Da frage ich mich doch, was war denn ich? Jetzt trinken Sie mal einen Schluck von Ihrem Melissentee. Der beruhigt. Wie blöd muss man sein und auf so einen Mistkerl reinfallen? Ja. Na, Frau Stuckel, ich rate Ihnen dringend, endlich Ihren Kollegen die Wahrheit zu sagen. Frau Hofer, das geht nicht. Das ist alles viel schlimmer und noch peinlicher geworden. Schade um das viele Geld. Ja, und ich muss jetzt auch wieder. Na, bleib's, der muss eh in den Stall. Danke für den Beistand. Komm mit. Ja, grüß Gott, Frau Stockel, was machen Sie da? Das ist ja eine nette Überraschung. Gell, aber ich bin ja schon wieder weg. Also, für den Deich. Servus. Wiederschauen. Na, jetzt was seid ihr zur Zeit besonders eng, hä? Wie kommst du jetzt da drauf? Na, war ja schon Mittag, bin ich beim Essen wart. Ah, das war's das auch schon wieder. Was habt ihr da eigentlich so lange geredet miteinander? Warum interessiert dich das denn so? Nein, mach mir jetzt Sorgen. Es würde mich nicht wundern, wenn dieser Herr Müller ein Heiratsschwindler wäre. Ja, was habt ihr so lange geredet miteinander? Marie, setz dich her und mach den Mund auf. Also gut, die Frau Stockel hat mir alles erzählt. Wie er sie belogen und betrogen hat und sie es nicht mehr ausgehalten hat. Geradezu rasend hat er sie gemacht, ja. Und dann hat sie ihm das Gift gegeben. Ja, freilich. Du spinnst doch, Marie. Ja, genau. Und du auch. So, jetzt wird's aber Zeit fürs Melken. Warst du was einkaufen? Nein, das habe ich vergessen. Prima, dann lass mir eins Rosenbräu. Ja, genau. Guten Morgen, Frau Stockel. Was haben Sie denn da? Guten Morgen. Sind das die Auszüge vom Geschäftskonto IT Exit Enter? Na, dann denn sehr. Was haben Sie denn? Danke. Guten Morgen. Moin allerseits. Morgen. Morgen. Frau Ortmann hat sich liebenswürdigerweise die Geschäftsbücher der Weisenbachs vorgeknöpft. Ja, so unübersichtlich waren die gar nicht. Na, dann legen Sie mal los. Also, es gab tatsächlich einige interessante Unstimmigkeiten. Für die Weisenbachs hat der Müller angeblich nur den Internetauftritt gestaltet. Ja, den habe ich mir angesehen. Ganz nett. Aber die Arbeit steht in keinem Verhältnis zu den gezahlten Summen. Hier eine Überweisung von 18.000 Euro und kurz darauf von 12.000 Euro. Und im Folgenden finden Sie drei weitere Überweisungen ähnlicher Höhe. Mhm, die ähnlichen finde ich auch hier in den Kontoauszügen des Geschäftskontos. Und jede Menge Barenzahlungen. Jetzt ist hier alles vorbei. Schauen Sie mal die Kontostände an. Schade, dass wir nicht mehr fragen können, wie er das geschafft hat. Wenn mich wundert, dass die Frau Lehmann so gar nichts vom Konto ihres Lebenspartners gewusst haben soll. Brauchen Sie mich noch? Nein, Frau Ortmann. Vielen Dank. Für die Mühen. Ja. Was hat's denn? Ja, Thema wechseln. Also, die Überweisung von der Frau Blum finde ich ja keine. Hier ist das nur. Mich las darauf. Wo denn? Da. Dann haben Sie diesem Herrn Müller also insgesamt 28.000 Euro überwiesen. Frau Stockel, jetzt sagen Sie uns endlich die ganze Wahrheit. Niemand wird Ihnen den Kopf verbrechen. Also gut. Ich habe eine Affäre gehabt mit dem Manu Schramm oder wie auch immer der heißt. Und dann habe ich mir Geld geliehen, wie er einen Kreditengpass gehabt hat. Frau Stockel, Sie haben zum laufenden Mordfall wichtige Informationen unterschlagen. Ich habe ihm das Geld doch bloß geliehen und die ersten 8.000 habe ich auch gleich wieder zurückgekriegt. Tja, da sind Sie auf den ältesten Hochstapler-Trick der Welt reingefallen. Ja. Frau Stockel, der Mann hat Ihnen einen falschen Namen genannt und sich dann offensichtlich wochenlang nicht gemeldet. Was gibt's? Kadu? Wir reden drüben. Warum haben Sie ihn denn nicht angezeigt? Ich meine, 20.000 Euro, das ist doch kein Pappenstiel. Der weiß, was so peinlich war. Hey, Mo? Ja. Und außerdem habe ich mir gedacht, er kommt wieder zurück.
habt ihr den Stockel gar so entwickelt? Frau Stockel hat eine Affäre mit Frederik Müller gehabt und war so nett, ihm 20.000 Euro zu überweisen. Wie bitte? Ja, ja. Was haben Sie denn da? KTU ist fleißig gewesen. Die haben den Computer von Müller geknackt und da haben sie ein paar E-Mails gefunden, die schon längst gelöscht gewesen sind. Okay. Von Petra Weisenbach an Frederik Müller. Lieber Frederik, mein Mann hat unsere Affäre entdeckt. Wir müssen vorsichtiger sein. Aber ich liebe dich und ich muss dich wiedersehen. Kuss, Petra. Ja, dann ziemlich schlocker bei den Weiber, also bei den Damen, der Müller. Und wann sind denn diese poetischen Mails? Alle so 3-4 Wochen heute. Ja. Also könnte die Aussage von Müllers Lebensgefährtin der Wahrheit entsprechen, dass Paul Weisenbach Frederik Müller bedroht hat? Ja, durchaus. Ja, das passt ja auch zu dem, was wir sonst alles haben. Ja, freilich. Mein Mann ist leider unterwegs bei einem Großkunden. Ich glaube, Sie können uns auch weiterhelfen. Ja, setzen Sie sich doch. Danke. Frau Weisenbach, ich möchte nicht lange drum rumreden. Der Herr Frederik Müller hat offensichtlich in der Rosenheimer Gegend eine ganze Reihe von Frauen und sehr viel Geld gebracht. Tatsächlich? Ja. Auch Sie haben ihm unverhältnismäßig viel Geld zukommen lassen. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich habe Herrn Müller für seine Arbeit bezahlt. Frau Weisenbach, wir kennen die E-Mails, die Sie Herrn Müller noch vor 3 Wochen geschickt haben. Hier ist zum Beispiel eine. Ja, wir hatten eine Affäre. Aber ich habe ihm das Geld nur geliehen. Frederik, sind einige Aufträge geplatzt und er musste dringend einen Kredit zurückzahlen. Aber das Geld haben Sie doch nie wieder zurückbekommen. Er wollte mich nicht betrügen. Er wollte mit mir... auswandern? Woher wissen Sie das? Weil er mit allen Frauen auswandern wollte. Das war seine Masche. Wohin sollte denn die Reise gehen? Mexiko. Es war wohl mir ein schöner Traum. Außerdem kam dann mein Mann hinter unserer Affäre. Ich weiß, worauf Sie raus wollen, aber so ist es nicht. Worauf wollen wir denn hinaus? Mein Mann dachte, dass ich mich wieder mit Frederik treffe, was gar nicht stimmte. Und... ja, er hat ihm dann gedroht. Aber er hat ihn nicht umgebracht. Laut Spurensicherung wurde aus dem Giftschrank in Ihrer Firma Arsen entwendet, ohne dass es vermerkt worden ist. Frau Weisenbach, ich muss Sie bitten, uns den Aufenthaltsort Ihres Mannes zu nennen. Sonst sind wir gezwungen, eine Fahndung einzuleiten. Wie oft denn noch? Ich habe diesem Gigolo vor 2 Wochen in aller Höflichkeit mitgeteilt, dass er meine Frau in Ruhe zu lassen hat. Das war aber auch schon alles. Mit dem Mord habe ich nichts zu tun. 500 Milligramm Arsen, Herr Weisenbach. Das reicht für mehr als einen Toten. Ihr Laborleiter konnte uns das nicht erklären. Die Entnahme ist nicht einmal aufgefallen. Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist der Einbruch. Ihre Frau hat Frederik Müller geliebt und die Firma gehört ihr. Bei einer Scheidung hätten Sie also äußerst schlecht dagestanden. Wissen Sie was, Herr Weisenbach? Sie bekommen jetzt erst einmal eine schöne Zelle. Markus wartet in das Amt. Kommt's mit. Und? Hat er schon gestanden? Das nicht, aber das Widersprechen hat aufgehört. Hm. Bei dem klaren Motiv? Interessant. Hier war was Interessantes. Schaut mal her. Das sind die Kontoauszüge vom Geschäftskonto von Frederik Müller. Der Müller hat von diesem Geschäftskonto vor einer Woche eine Überweisung getätigt an das Reisebüro Langwieser. Und vor 2 Tagen nur einmal eine. Ja und? Weiß ich noch nicht. Die Langwiesers rufen mich erst zurück. Was mir aber aufgefallen ist, die 2. Überweisung ist erst getätigt worden, nachdem der Müller schon tot war. Da ist er hier. Simone Lehmann. Die hat von seinen Betrügereien gewusst. Ich habe oft von seinem Konto Geld abgehoben. Ist auch nichts dabei. Er war schließlich mein Lebensgefährte. Angeblich hatten Sie doch keine Ahnung von seinen Geschäften und von seinem Konto mit den 125.000 Euro. Frau Lehmann. Also mich würde interessieren, wann Sie ihm das Portemonnaie mit seinen Papieren und all den schönen Kreditkarten abgenommen haben. Okay. Frederik hat sein Portemonnaie zu Hause liegen lassen. Ja, habe ich Ihnen nicht gesagt. Warum hätte ich auch auf das ganze Geld verzichten sollen? Und vielleicht, weil das Geld war, das ihr Frederik als Heiratsschwindler gutgläubigen Frauen abgenommen hat. Ganz falsch. Die haben ihm das Geld doch alle freiwillig gegeben. Was aber nicht viel Unterschied macht.
Dieser Weißenbach hat ihn gehasst. Und deshalb hat er ihn umgebracht. Wir sehen es anders. Der war's. Und deshalb gehört er auch ins Gefängnis. Und wenn Sie Frederik Müller vergiftet haben? Warum hätte ich das tun sollen? Freddy hat gut für mich gesorgt. Und wir hatten Träume. Ich kann Ihnen genau sagen, warum. Sie haben mich in die Berufsbestätigung um 30 Uhr lang, Lisa. Wie oft denn noch? Wir wollten gemeinsam auswandern. Ihr Name kommt auf der Buchung aber nicht vor. Sie ist ausgestellt auf Herrn Frederik Müller und Frau Maya Blum. Zwei Flugtickets nach Argentinien ohne Rückflug. Und dann habe ich ja noch eine Buchungsbestätigung von Reisebüro Langwieser. Ausgestellt auf Ihren Namen, Flug nach Argentinien. Nur leider haben Sie das Ticket zu einem Zeitpunkt geordert, zu dem Frederik Müller bereits tot im Treppenhaus lag. Hören Sie auf. Während ihr Frederik anderen Frauen nur was vorgetäuscht hat, ihnen rührselige Geschichten erzählt hat, um sie übers Ohr zu hauen, hat er sich in Maya Blum leider tatsächlich verliebt. Sie lügen. Er wollte mit mir gemeinsam nach Argentinien. Das war unser Traum. Der brutal zerbrochen ist, als sie die Buchung empfunden haben. Und den Verrat konnten sie ihm nicht verzeihen. Und deswegen haben sie ihn vergiftet. Und zwar mit dem Arsen, das sie bei dem Einbruch in die Glasfabrik besorgt haben. Und gleichzeitig konnten sie auch den Verdacht auf Paul Weißenbach lenken. Aber nicht der Paul Weißenbach hat den Frederik Müller ermordet, sondern sie. Er hat's verdient. Frau Lehmann, Sie sind völlig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Frederik Müller ermordet zu haben. Anna, bitte. Geh mal. Argentinien. Wer mag denn schon nach Argentinien?